Hallo und herzlich willkommen zu GamesTV24 Daily. Wir starten direkt mit der Division mal wieder. Korrekt, und zwar ist da eine Open Beta wohl geplant, beziehungsweise offenbar. Darauf deutet nämlich ein Facebook-Post von Xbox Italy hin. Ja, da war ein Bild zu sehen, auf dem alle Neuerscheinungen zusammengefasst wurden. Und da war eben auch eine Open Beta von The Division zu sehen. Also bis ganz jetzt genau. War noch gar nicht bekannt, ob überhaupt eine Open Beta zustande kommt. Also die Close Beta war immer im Gespräch. Und anscheinend dürfen Xbox One-Spieler wieder einen Tag früher starten. Und das am 16. Februar. Das wäre ja eine coole Sache. PC und PS4 am 17. Februar. Genau, einen Tag später. Also ähnlich wie es jetzt war, oder? Genau. Bloß, dass es dann länger läuft, fast eine Woche sogar, bis 21. Februar, das heißt eine Woche vor Release, oder? Nee, 8. März kommt. Am 8. März, also zwei Wochen vor Release. Ja, ungefähr. Hört dann die Open Beta auf, dann haben sie noch ein bisschen Zeit, die Bugs aus der Open Beta zu fixen. Die Cheater aus der PC-Version, ja, war ja ein großes Thema. Da habe ich ein Video gesehen, das war unschön, sage ich mal. Also ich habe keine mitbekommen, ich habe ja auch die PC-Version gespielt, aber Cheater habe ich keine gesehen. Ich hoffe, das werden sie fixen. Sie haben ja auch nicht gecheatet anscheinend. Sie haben einfach bloß Glitches ausgenutzt, die noch drin waren. Also sie haben jetzt keine externen Tools verwendet oder so. Ja, also kann man natürlich drüber streiten, ob es jetzt nicht dann doch irgendwie gecheatet ist, wenn sie sowas ausnutzen. Ja, natürlich ist es gecheatet, aber es war jetzt nicht so, dass jemand schon ein Programm geschrieben hat, mit dem er jetzt... Noch nicht. Nee, noch nicht. Das wird auch noch kommen. Da vielleicht. Muss Ubisoft dahinter bleiben. Auf jeden Fall ist ja wichtig, dass beim Online-Spiel da die Fairness erhalten bleibt. Und am PC ist es natürlich immer deutlich einfacher zu cheaten, sage ich mal, als jetzt auf den Konsolen. Ja. Kann man auf jeden Fall hoffen, dass sie das in den Griff kriegen. Auf jeden Fall bis zum 21. soll dann die Open Beta laufen. Ist allerdings alles nur Gerücht und nicht offiziell bestätigt. Ja. Das muss man dazu sagen. Nicht, dass sich hier einige drauf verlassen. Was zunächst auch nicht offiziell bestätigt war, weil es ein Leak war. Und zwar wieder von Xbox. War Lego auch wieder von Italy? Nein, von Schweden, glaube ich, diesmal. Okay. Lego Star Wars Episode 7. Ja. Da kommt ein Spiel raus. Und zwar zeitgleich zur DVD-Veröffentlichung. Ich finde es cool, dass, oder lustig, dass immer DVD, warum wird hier nicht Blu-ray genannt? Naja, vielleicht haben viele Leute noch keinen Blu-ray-Player, ich weiß es nicht. Also mittlerweile dürfte es sich zumindest in den westlichen Ländern durchgesetzt haben. Ist ja schon der Nachfolger und so. Langsam am Horizont zu erkennen. Auf jeden Fall wird der Release-Termin für Star Wars Episode 7, also Lego Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, dann der 28. Juni sein. Systeme sind PC, PS4, Xbox One, Wii U und PS3, Xbox 360 und 3DS. Genau, also die quasi die Standardplattformen. Alles eigentlich. Ja, mehr gibt's ja nicht. Ja gut. Die Vita. Vita noch. Aber das ist ja eigentlich so eine Besonderheit, wenn da jetzt noch irgendwie was Großes rauskommen würde. Ja, was Großes kommt da, glaube ich, nicht. Diese Crossplay-Geschichten von der PS4, die eigentlich ganz cool sind, finde ich. Also, ja, das ist ganz okay. Aber sonst für die Vita-exklusive Sachen kommen da nicht mehr. Auf jeden Fall hat man Trailer und Screenshots schon gesehen. Genau. Das scheint also doch da mehr dran zu sein, als man vielleicht im ersten Moment glaubt. Die Lego Star Wars Spiele sind ja jetzt nicht, also es kommt jetzt nicht besonders überraschend, dass zu diesem Film jetzt auch ein Lego Star Wars Spiel kommt. Aber was überraschend ist, finde ich, dass da auch eine Verknüpfung zu Episode 6 sein soll. Also man wird erfahren, was Han und Leia und so weiter nach Episode 6 gemacht haben. Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Das Ding ist halt, es ist die Frage, ob das Ganze dann Kanon ist, weil man kennt die Lego Star Wars Spiele, die haben da sehr humoristischen Ansätze. Also, haben die anderen Lego Spiele aber auch. Indiana Jones zum Beispiel. Ja, genau, alle Lego Spiele. Da war es ja auch ähnlich, dass so ein bisschen... Da wird die Story so ein bisschen verändert, damit man halt lustige Slapstick-Gags hat und so weiter. Ist aber auch okay. Ich finde das super. Wer die Lego Spiele spielt und mag, der weiß, worauf er sich einlässt. Ja, und das ist, glaube ich, niemand, das jetzt irgendwie... Sagt, und wenn du den Film vorher gesehen hast, dann weißt du, was da ungefähr von der Geschichte her in dem Spiel passiert. Und wenn dann so kleine Änderungen drin sind, die halt dann mit Slapstick-Gags vermischt sind, das finde ich super. Also das ist genau der Charme an den Lego-Spielen. Genau, richtig.
Großen Charme hat auch Fallout 4. Ja. Nämlich, hier gibt es den neuen Patch 1.3 und zwar gibt es den seit gestern Abend zum Download. Und da gibt es natürlich einige Features. Unter anderem freuen sich die Besitzer von Nvidia-Grafikkarten über neue Features, zum Beispiel die Ambient Occlusion-Einstellung. Also HBO Plus, genau, für den PC. Und neue Waffendebris-Effekte. Allerdings sind die Nvidia exklusiv, muss man dazu sagen. Die sehen ziemlich cool aus. Also wenn du da irgendwie auf den Boden feuerst und dann haut sie die ganzen Steine weg. Mhm. Also da blättert es den Asphalt so richtig aus. Das habe ich so vorher noch nie im Videospiel jetzt gesehen. Also wenn es nicht irgendwie gescriptet war oder so. Ja, klar, natürlich. Dann wurde ein Statusmenü für Siedler in den Siedlungen hinzugefügt. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache für Siedlungsbauer. Das ist auch in der Konsolenversion. Also das ist jetzt nicht PC-exklusiv. Ja, genau, richtig. Und es gibt Möglichkeiten zum Drehen eines gehaltenen Objektes mit dem linken und rechten Trigger. Ja, das haben sich ja viele Leute gewünscht, weil das ja doch recht umständlich ist, die Siedlung zu bauen. Also es ist okay, finde ich. Man kommt schon vorwärts damit, aber ist halt so richtig, so richtig komfortabel ist es nicht. Also. Dann wurde noch die Unterstützung für Neuzuweisung der ESDF-Tasten im Werkstattmodus verbessert. Das ist allerdings auch für den PC. Ja, natürlich, die ESDF-Tasten gibt es ja nur auf dem PC. Ja, genau. Logisch. Und natürlich, wie wir es kennen, von großen Patches gibt es haufenweise Bugfixes, Fehlerbehebungen und Verbesserungen und den gesamten Changelog, den haben wir natürlich auf pcgames.de für euch zusammengefasst. Genau. Wer lieber PlayStation spielt als PC, der hat wahrscheinlich ein PS Plus Abo, also ich habe eins. Ja, also und ich kenne mittlerweile auch keinen mehr, der keins hat, weil man ja auch nicht online spielen kann. Das ist eigentlich der Hauptgrund, damit man im Multiplayer spielen kann. Das war ja früher immer auf der Xbox der Grund, wieso man das Xbox Live Gold hatte. Auf der PS3 hat man das nicht gebraucht und jetzt braucht man es auf der PS4 aber auch, das PS Plus. Das Coole ist allerdings, wie viele denn natürlich wissen, dass es Gratisspiele jeden Monat gibt und man darf für den März jetzt abstimmen am 9. Februar. Kam ein bisschen überraschend, weil jetzt erst die Spiele für den Februar bekannt gegeben wurden, letzte Woche. Und jetzt legt Sony danach und gibt eine Abstimmung für die Spiele im März frei. Und das gab es ja schon mal. Ja. Ich glaube, vor ein oder zwei Monaten konnte man das schon mal machen. Ich habe es mitgekriegt, dass das im Juni irgendwann mal war, glaube ich auch noch. Also dann war es vielleicht schon öfters. Kann sein. Auf jeden Fall gibt es es jetzt wieder. Startet am 9. Februar und gilt für eines der folgenden drei Spiele: Action Hank, Assault on Android, Cactus und Broforce. Broforce ist, glaube ich, das bekannteste. Broforce ist das einzige, das ich davon kenne, ehrlich gesagt. Also kennst du die anderen beiden? Ich kannte sie nicht, aber ich habe mir heute Morgen Videos dazu angeschaut. Okay. Weil es mich natürlich interessiert hat. Also das eine ist wie so ein Kartspiel, hatte ich den Eindruck. Also so ein Racing-Card-Game. Mhm. Nur, dass man halt läuft, so durch die Wohnung mit Figuren. Aber ich habe es auch nur kurz im Video gesehen. Und das andere ist auch so ähnlich wie so ein Twin-Stick-Shooter. Ich habe es aber wirklich auch nur ganz kurz gesehen. Ich kann jetzt keine fundierte Meinung zu abgeben. Ihr seht wahrscheinlich gerade Videos im Hintergrund. besser noch sehen, was das richtig genau ist. Abstimmen dazu kann jeder mit einem PSN-Account. Also man muss PS Plus gar nicht zwingend dafür haben, damit man für die Spiele abstimmen kann. Ja, korrekt. Genau. Assassin's Creed ist ja ein großes Franchise mit vielen Auskopplungen und jetzt kommt es auch auf Handys. Ja. Und zwar mit Assassin's Creed Identity. Das soll schon am 25. Februar erscheinen und erstmal für iPhone und iPad, also genauer gesagt für iPhone 5 und iPad 3 mit iOS 7. Ja. Also schon die etwas neueren Modelle, zumindest iPhone 5, ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber wer halt eins hat, was davor auf den Markt kam, kann die leider nicht nutzen. Man darf sich allerdings nicht vom Trailer täuschen lassen, es ist sehr viel im Real Life gefilmt. Man sieht da, glaube ich, bloß für eine Sekunde oder sowas wirklich, wo das Handy abgefilmt ist, wie das Gameplay aussieht. Okay, aber wer das Gameplay sehen möchte, der kann sich mal Videos anschauen. Das Spiel ist nämlich schon seit 2014 in Australien und in Neuseeland erhältlich. Was dabei kurios ist, denn der Entwickler ist ein deutsches Studio und zwar ein gar nicht so unbekanntes, nämlich Ubisoft. Ja, also Blue Byte. Quatsch, Ubisoft ist der Publisher, richtig. Das Studio ist Blue Byte. Kennen und wir Blue von Byte ist bekannt von Anno und den Siedlern natürlich. Ja. Ja, da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was es wird. Ich habe davon noch nicht so viel gehört.
Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also, ich bin auch nicht so der Handyzocker, was jetzt irgendwie große Franchises angeht. Aber ich frage mich halt, wieso Ubisoft das 2014 in Ozeanien, also in einem sehr, sehr kleinen Markt, released hat. Mhm. Und das jetzt erst nach Amerika und Europa kommt. Also vielleicht mal so ein bisschen testen, technische Tests, wie es bei den Kunden ankommt. Vielleicht Marktforschung. Marktforschung. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt es jetzt bei uns. Was man aber auf jeden Fall weiß, ist, dass es bei Origin ab und zu Gratisspiele gibt. Und seit gestern ist das Jade Empire in der Special Edition. Die gibt es nämlich nur noch heute, weil das ist so Teil dieser Aufs-Haus-Aktion von Electronic Arts. Und, die es ja jetzt öfters geben soll, genau, wie EA gesagt hat. Genau, da gibt es immer Gratisspiele für ein paar Tage oder für einen Tag nur. Oder da muss man halt dann auf Origin aufpassen und sich das rechtzeitig runterladen und dann hat man das in seiner Bibliothek. Das ist eigentlich sehr schön. Was ist denn Jade Empire eigentlich? Das ist vor 10 Jahren auf der Xbox erschienen. Auf der ersten, Xbox. Also nicht der Xbox One, sondern der, die nur Xbox der Real Xbox. Genau. 2007 gab es dann eine aufgemotzte PC-Version und es ist unter Fans eigentlich schon ziemlich beliebt, das soll ein Spiel sein. Und deshalb wünschen sich auch viele Fans eine Fortsetzung. Ja, da schaut es aber nicht so gut damit aus, weil der Entwickler war damals BioWare. Mhm. Und BioWare hat danach Mass Effect gemacht. Und damit waren sie erstmal eine Zeit lang beschäftigt und sind bis heute immer noch damit beschäftigt. Ja. Das heißt, wer Jade Empire 2 irgendwann erwartet, ist Essig wahrscheinlich damit. Vor allem, weil das auch irgendwie sich nicht so durchgesetzt hat. Viele vermuten da das Setting dahinter. Das hat nämlich im Fernen Osten, also so ein fernöstliches... Mhm. Sagt der Name ja schon. Fernöstlichen Anklang gehabt. Das hat anscheinend nicht so vielen gefallen. Also ich mag das Setting eigentlich ganz gern. Viele mögen es aber auch nicht. Ja. Besonders die Amerikaner, glaube ich, die können damit nicht so viel anfangen. Nicht so viel, nee. Und das ist halt der größte Markt einfach. Gut, ja, das war's mit den News für heute, aber wir haben natürlich immer noch das Gewinnspiel und heute haben wir coole Preise für euch. Coole Preise und zwar einmal für die PS4 Dragon Age Inquisition. Sehr gutes Spiel, da habt ihr richtig viel zu zocken, also spielzeitmäßig kommt nicht so viel an Dragon Age Inquisition ran. Dann die neue Erweiterung zu The Sims 4, Zeit für Freunde. Korrekt. Das ist, ja, ich bin jetzt nicht so Sims-affin mehr. Ich war es früher mal ein bisschen mehr. Auf jeden Fall geht es hier um Zeit mit Freunden verbringen. Eine Überraschung. Ja, ich nehme jetzt mal einen Grillen und in die Stadt gehen. Gruppen erstellen und beitreten. Ja, das Add-on für Sims 4. Ihr braucht allerdings das Originalspiel, muss man dazu sagen. Ja. Was da eher was für mich ist, ist der Tipp-Preis. Richtig. Rainbow Six Siege. Das ist sehr cool. Das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das ist erst im Dezember rausgekommen und finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Ist ein taktischer Shooter, also viel mit Gameplay, nicht mit Call of Duty oder so zu vergleichen. Also ein paar Freunde schnappen, ein Team bilden und dann geht's los. Ist für den PC. Genau. Und wer mitmachen will, der darf wie immer eine E-Mail schicken an die eingeblendete Adresse mit dem Lösungswort und natürlich die Teilnahmebedingungen beachten, die wir jetzt einblenden. Okay, Moment. Lösungswort zu welcher Frage? Das Lösungswort wird immer eingeblendet. Ach so. Ja. Aber nur in der App-Version. Okay. Das heißt, wenn ihr das Ganze auf pcgames.de oder auf einer anderen Seite oder auf YouTube oder auf Facebook schaut, dann seht ihr leider kein Lösungswort, da braucht ihr leider die App. Ja, lässt sich aber schnell runterladen. Ist auch umsonst. Ist umsonst und lässt sich schnell runterladen. Genau. Und das Coole eigentlich, wer jetzt in unseren Gewinnspielwochen mitgemacht hat, der hat morgen Chance auf den großen Hauptpreis, das Samsung Galaxy Tab A. Und jeder, der mitgemacht hat, hat da die Chance auf, denn jede E-Mail zählt. Wenn ihr mehrmals mitgemacht habt, seid ihr auch mehrmals im Pool. Also App runterladen und morgen beim großen Gewinnspiel nochmal absahnen. Genau. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin.